Fernsehturm des JWD. Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Geht hoch aus Neubau, Hinterhof. Liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind. Buch Treptow unter'n Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn. Aus Schwedsuhe, Delitzsch, Doberan. Kannst du Berliner finden? Berlin ist wie ist und trinkt wie weint und lacht und liebt und lärmt wie Witzerei ist. Auf Arbeit geht und flucht und leise schwärmt. Es krempelt sich die Ärmel hoch, sagt Schnauze, Herz und Träume. Berlin, du bist so jung wie nie, pflanzt Häuser, Kinder, Bäume. Vom Fernsehturm bis JWD, Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Ob Hochhaus, Neubau, Hinterhof, liegt mitten Mann mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und an Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedsuhe, Delitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden. Abends ist die günstigste Gelegenheit, Mäuschen. Da kommen sie alle von der Arbeit. Und nachher haben wir Versammlung. Da müssen sie alle noch mal zurück. Und du glaubst wirklich, dass sich jeder was nimmt? Nicht nehmen, Mädels. Kurven. Alles knackfrische Ware. Abend, Butte. Abend. Willst du nicht Rinkrambude aufmachen? Nee, Hasse. Des gegenseitigen Vertrauens. Frisch geerntet. Die reine Natur. Was soll die Natur bei dir kosten? Och, was jeder so geben will, wa? Das hab ich mir gedacht. Halsabschneider. Osch. Alles wird überbezahlt. Und dennoch mal dir Birn. Du, nicht eine, du. Ach, sag mal. Na, ist das alles aus Ihrem Garten? Ja, alles aus meinem Garten, ja. Oh. Meint das um ein, zwei, aber Bühne, bitte sehr, ja? Bitte gleich für Sie das Beste. Was bin ich Ihnen denn da schuldig? Aber nicht doch. Ach, nein, probieren nein, eben aus, nicht? Hier eine Marke. Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Nächste Mäuschen. Jetzt rentiert sich unsere Kolchose. Was sind das? Bezahlung nach eigenem ehrlichen Ermessen, spezielle Fragen und Vorbestellungen bei Dottermusch und weiter. Das ist ja toll. Tante Marie. Nein. Vitamine und Ballaststoffe, ja. Hast du mal zwei Ämmchen für mich? Ach, du übrigens, wenn ihr hier erst fertig seid mit eurer Modernisiererei, dann legt mir auch ein Kräuterbeet zu. Wie der Olle Pützmann, ja. Aber mit einer Bank mittendrin. Versammlung! Ja, komm ja schon. Noch bin ich nicht schwerhörig. Mein Name ist Himpel. Ich habe da noch eine Frage zu den Terminen von 9 und 11. Speziell was die 9 betrifft. Ich gehe im Herbst wieder ins Ausland. Bleibt es beim Baubeginn Ende nächsten Monats? Nach dem Bauablauf? Ja. Kollege Wiegand. Naja, wir liegen gut im Plan, denke ich. Ja, ist das eine Antwort? Nein. Das war eine ganz schlaue. Ja. Geht's nicht ein bisschen präziser? Was soll ich denn sagen? Es hängt ja von so vielen Dingen ab, ihr wisst doch selber. Material, Transport. Ja. Und das Wetter. Da kann eine Wohnung nicht rechtzeitig freigemacht werden. Dort stellen sich verdeckte Mängel raus und so. Welche verdeckten Mängel? Das interessiert doch hier keinen. Doch. Mich. Nicht noch einmal, Kollege Wiegand. Die Bauleitung KWV weiß von keinen Mängeln. Sie sieht auch keine Terminprobleme. Also? Sie vielleicht nicht. Sie, Kollegin Engel. Aber ich, Entschuldigung. Ich habe ein paar Jahre Erfahrung mehr auf dem Buckel. Ist natürlich kein Vorwurf. Aber ihr kennt das doch alle aus eigener Erfahrung. Druck schadet nur. Führt zu Schluderei und Pfusch. Zum Kuckuck auf den Tag genau kann ich mich nicht festlegen. Vor allem nicht in eurem Interesse. Auf den Tag vielleicht nicht, aber etwas genauer bitte. Wir sind aus der Elf und haben da nämlich ein kleines Problem. Komm, zeig dich ruhig mal.
Das werden Zwillinge. Ja, ja, wir haben auch Termine. Nächsten Monat, so um den 15. rum. Und da würden wir es ganz gern genau wissen. Na, warte nur. Ja, ja, da. Du sagst ihn doch schon. Jetzt nicht, heute noch nicht. Jeder muss sich doch irgendwie einrichten können. Bei uns ist es zum Beispiel das Praktikum meiner Frau. Ja? Bei mir ist es der Urlaubsplatz. Hey, seht ihr, die Sorgen haben wir nicht. Ne? Ich hab einen Garten. Wir haben einen Garten. Sehr gut, Mausi. Sehr gut. Du kannst sie doch nicht so hängen lassen. Menschenskind. Ja, hab ich hier den Hut auf. Aber nicht, dass er in eurer rasenden Arbeitswut ein paar Wochen früher vor der Türe steht, Freunde, wa? Es bleibt also bei den angesagten Terminen. Wir werden uns bemühen. Es bleibt dabei. Ich kann nur noch mal sagen, auf den Tag genau kann ich mich nicht... Doch, wir können. Kollegin Engel hat recht. Am 15. des Monats übergeben wir die 7. Dann seid ihr dran. Ja, ja. Kollege Wiegand hätte das auch gesagt, aber ihr kennt ihn ja. Ein bisschen Spannung muss da mal sein. Wir haben noch mal alles durchgerechnet, uns ein paar Gedanken gemacht. Nicht wahr, Männer? Die Leute sehen uns zwar gerne kommen, aber sie möchten uns auch ganz, ganz schnell wieder raus haben. Verständlich, verständlich. Schließlich wissen wir, wie schwer es ist, zu arbeiten, zu leben und auch noch Kinder zu kriegen, wenn gebaut wird. Ja, Pläne sind zwar nicht dazu da, dass man sie dauernd ändert, aber anpassen kann man sie. Legen wir sonst Hand zu. Hier dreht dich in den Arsch. Bitte noch den genauen Termin dieser Selbstverpflichtung, Kollege Wiegand. Ab 9. sind wir in der 9 und der 11 zugleich. Ist in diesem Fall rationeller. Die Zwillinge und die junge Mutter bringt also zur Oma. Und da ich ab übermorgen in Urlaub gehe, mein Stellvertreter ist der Kollege Matti Brock. Na also, was für Else Borella gut ist als Untermiete zu ihrer Freundin Clara, das kommt für mich noch lange nicht in Frage. Darüber, ja. Ich bin eine olle Kiezpflanze. Ich muss wissen, was hier Sache ist, denn bin ich nur ruhig. Mein Leben hat hier angefangen. Und hier will ich auch den Rest noch verbrennen. Oh, nee. Also sag mal, hast du keinen eigenen Haushalt? Wie? Was? Naja, ne, also wenn du immer so deine Schirr abtrocknest, brauchst du jedes Jahr ein frisches Servis. Ist ja auch nicht so einfach, Kleine, wa? So jung, so neu. Und alles so eine Raubbeene, ne? Ja, also manchmal, du, da sind die unausstehlich. Da könntest du stundenlang an der Wand klatschen. Ja. Aber dann wieder, weißt du, da fahren die mit so einem großen, tonnenschweren Bulldozer so ganz vorsichtig über Trünes rum. Du. Und wenn du denn dazu gehörst, ich sah dir, das ist wie zu Hause. Also das wirst du auch noch merken, du. Ich jedenfalls, ich bleibe, verstehst du? Hier schreib auf einen Wunsch und Verantwortung, ja? Denkt dran, Männer, jetzt sitzt uns der Termin leibhaftig im Nacken. Naja, gesagt ist gesagt, nicht wahr, Matti? Also. Haltet euch ran und keine Extratouren, klar? Ja. Mittelchen passt meine Antike nicht. In die gemeinsame Wohnung kommst du mir nicht mit der Zeugsachse. Hier. Entweder An- und Verkauf. Oder Container. Oder ich. So weit sind wir nur schon. Hey. Alles total morsch hier. Was für Quatsch. Komm raus da unten! Der Boden muss raus. Ja, und ein neuer wieder rein. Wir waren zur Nachbarwohnung auch.
kick mal nach, ob jemand zu Hause ist. Da wird sich die Familie Berger ja freuen. Ein paar Dielenbretter und eine Scheuerleiste hatten wir gesagt. Alles verrottet. Da muss eine Massivdecke rein. Keine verdeckten Mängel, sagt die Engel. Hättest du mal lieber die Klappe gehalten. Jetzt wird's eng. Zum 50. die Nummer 7. Drüben wohnt ein Musiker, der muss jeden Tag üben, wie er sagt. Vielleicht werden ihm sonst die Finger steif. Symphonieorchester. Steht da nebenan etwa noch ein Klavier? Nee, keine Angst, der Kollege, der spielt Flöte. Hab ich was falsch gemacht? Ich meine, mir sagt das keiner was. Nee, du nicht. Kick mal, was ich gefunden habe. Uraltkonserven. Bohnen. Antiquarisch. Erbsen im Viereckglas. Ich hab das heute ja nicht mehr. Warst du wieder auf Abstaube? Da schlägt noch mal der Blitz auf der Müllkippe. Was ist denn hier los? Na, sag's ihm, Matti. Der Termin, der ist ja wohl nicht zu halten. Was ist mit unserer Prämie? Maßnahme, umdenken und Termin halten. Dir fällt ja bestimmt wieder was ein, Matti. Die Bähne. Bähne wasche ich mir denn hinterher. Als älterer Mensch muss man besonders auf sich achten. Ja, jawohl. Oh, pardon. Hast du wohl die Früchte aus der Konfitüre rausgeklaut, oder? Aber Botte, da liegt doch eine Serviette. Ach. Was soll denn das nun wieder? Hast du vielleicht zufällig in eins von Tommys Benimm- und Servierbücher hier geguckt, wa? Wie Speise ich vornehmen, ohne mir auf der Finger zu trampeln? Nee. Da hau ich mir lieber unten ein Ei in eine Pfanne. Du bleibst. Gerade für dich ist es wichtig. Nur ist es durchgesenkt. Du solltest ruhig mal wieder was Gedrucktes in den Finger nehmen, Botte. Gehört auch dazu. Wozu? Zum erfüllten Altern. Hm? Ich altere ohne Füllung. Dazu brauche ich keine Serviette. Der ist auch wieder so schwach, der traut sich kaum mehr aus der Kanne raus. Man soll sich den Tag täglich bewusst machen. Jeta. Was? Det Altern, Mann. Das mache ich mir täglich bewusst. Ich hab Reißen in der linken Schulter, der Knie knirscht wie ein Kiesweg auf dem Friedhof und schlecht schlafen tue ich auch gut. Was soll das noch mehr? Naja. Bewusst machen, der Test, sich einrichten, entsprechend leben. Nee, die Brühe ist wirklich ungenießbar. Ist auch Muckefuck. Ja, und in Zukunft nehmen wir statt Butter Margarine. Die löslichen Fettsäuren sind dem alternden Menschen besonders zuträglich. So. Lösliche Fettdinger. Muckefuck. Zuträglich. Ich altere, wie ich will. Ich und die Natur. Natürlich. Ich will noch 5 Minuten vor Schluss in ein Reformhaus umziehen. Ach, und ich danke, oh freundlich, für die köstliche Bewirtung. Sie, olle Zückli-Zicke, du... Oller Esel. Den ganzen Spaß am Essen kann sein. Kommt ja. Du ja bloß den Schwang an. Kuss, Opa. Herr Schulz. Das ist aber lieb, Kleine. Kannst du mal reingießen. Wie sieht's denn zu Hause aus? Na, wie immer, weißt es ja. Mama ist zum 3. Mal Aktivist geworden. Sie ist eine sehr anerkannte Spezialistin. Das ist nur der Lutz, Opa. Ah, Lutz Heider, sehr angenehm.
Ja, ich koche erst mal Kaffee. Wenn er Kuchen wollt, Petra, musst du rüberwetzen zu Olle Kulike. Nee, lass mal, Opa. Wir wollten bloß mal sehen, wie es dir geht. Und ein paar Schuhe halt auch. Ich hab ja schon eine Babyschuhe gemacht. Selbst gemacht. Aha. Na, pass auf dein Geld auf. Mann, Mädel, wie oft soll ich das noch sagen? Fester auftreten, nicht immer auf Kante laufen. Solche werden immer ausgenutzt. Opa kennt jeden an seinen Schuhen. Interessant. Und ich? Bei Ihnen ist der Jans heute anders. Kein Kantenläufer? Nee. Und? Weiter? Weiter nicht. Ja, wir müssen jetzt los, Opa. Lutz fährt auch schon am Nachmittag zurück. Ja, ich studiere nämlich in Rostock. Ich nehme noch ein paar Äpfel für die Reise. Kicken dir erstmal an. Tschüss, Kleine. Ja, schon wieder harte Wurst mit der Vorspanne im neuen Kreis. Die Herrschaften nehmen wieder mal von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken. Ja, und? Hey, wenn ihr nicht ausmacht, vielleicht die Selte. Angewärmt. Ohne Kohlensäure. Hey, bring mal noch eine Runde Kaffee und 6 Mal Bockwurst. Hast du eine Lotto gewonnen? Ich geh übermorgen in Urlaub. Oh. Den Handtuch auf dem Klo? Ja, aus der Steinzeit. Wisst ihr schon, dass die Lückenbauer angekommen sind? Ich habe gesehen, wie sie zwischen der 6 und 8 rumgestochert haben. Hauptsache, die kommen uns nicht in die Quere. Sind das etwa die Neubrandenburger? Ja. Das ist ein Ding, Mensch. Was ist ein Ding? Na, ich knieder und reiß die letzten Dielenbretter raus. War alles noch gut, das Hörl, können wir alles wiederverwenden. Und da sehe ich, das heißt, ich fühle. Also, ich fühle so ein. Ich fühle mich heute so glücklich, so glücklich. Sei mal ruhig! Also, was hast du denn für ein Gefühl? Na, den Einstieg. Was denn für ein Einstieg? Na, das Krabbelwasser. Na, Ecke. Ja, was denn noch? Na, den Einstieg zum Keller. Jetzt wird der Hund in der Pfanne verhäuten. Einstieg zum Keller? Ja. Los, kommt Männer. Was ist denn mit der Bestellung? Ja, lasst euch warm, wir sind gleich zurück. Was ist denn los? Na, 27 im Erdgeschoss. Das ist ja ein Keller. Die Wände unten sind kürzer. Das ist doch die Wohnung von Josch. Na klar, Mann, von Hänschen Josch, dem Maurer, und seine Frau Vera hieß es. Politisch bin ich neutral, hat er immer gesagt. Die Sozis waren ihm zu leise und die Kommunisten zu laut. Na, siehst du was? Nichts. Wir brauchen Licht und eine Leiter. Also auf die Ulmer. Ach, jetzt weiß ich das. Du, der war doch immer so auf jude Nachbarschaft aus. Der Josch, ja, der hat da mal einen Stein eingesetzt, woanders hat er mal was verputzt. Nein, und lacht doch immer so viel rum zu der Zeit, ja. Und ich glaube, da hat er das wohl gemacht, ja. Du, der hat doch auch den Blockwart, diesem ollen Spitzel, dem hat das Bad umgebaut. Na, ich hab ja deswegen ja nicht mehr mit ihm geredet. Mensch, Hänschen, so war das. Vorsicht! Lampe kommt gleich. Oh, Kinder, müssen wir denn da runter? Weil nämlich da im zweiten Hof, im Seitenflügel, da wohnte nämlich eine alte Frau. Meta Überschuss hieß sie. Überschuss? Naja, nur ist ein blöder Name. Und der traf so ja nicht, wisst ihr? Die hatte bloß einen kleinen Posamentenladen in der Linienstraße. Und auf einmal war sie verschwunden. Und gerade noch rechtzeitig. Ja, am nächsten Tag wollten sie abholen in die große Hamburger. Die waren nämlich Jüdin. Aber sie haben sie nicht mehr gefunden. Und nach dem Krieg, da soll sie sich noch mal gemeldet haben. Jetzt weiß ich, wo sie eine Zeit lang war. Und vielleicht andere auch. Hier, die Lampe.
Hanagol. Raus hier, Matti. Ich schnapp über. Ich hol die anderen. Die sollen sich das ansehen. Jeden Tag gehe ich hier lang und hab das nicht gewusst. All die Jahre. Hoffentlich kommen wir mit unseren Terminen nicht in Verzug. In eines Haus haben sie ihn abgeholt. Ich weiß noch, er hat gelächelt. Und ich. Da wird man älter und älter und die Vergangenheit holt einen doch immer wieder ein. Im tiefen Keller sitzt... Jetzt halt doch die Fresse! Stell dir mal vor, du sitzt da unten. Dunkel, feucht. Ja, ja. Das gibt Schnuppen. Und Rheuma. Quatsch. Mit wem willst du da reden, Mann? Der liebe J ist weit weg und da bleibt bloß einer übrig. Du selber. Was ist, wenn du da durchdrehst? Ein gutes Radio. Da würde ich das schon ein paar Wochen aushalten. Und Kopfhörer. Ich hab japanische. Stereo. Echt spitze. Ja, und gute Batterien natürlich. Na ja, Mensch. Da kommt ja Alois. Bitte schön. Ihr könnt dann weitermachen. Wir haben alles fotografiert. Für die Chronik. Na denn, weiter geht's. 6.3.44. Da war ich gerade. 20. Du, Alois. Vielleicht kannst du was rauskriegen über die Familie Hans Joscht. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Marie Klangroth. Marie! Gut. Blumen nicht. Äppe? 5 Kilo. 5 Kilo Äppe. Treuhand. Treuhand ist doch egal. No. Komm, heute noch mal Salatgurken, schöne Frau. Ich bin beim Rechnen. Oh, 2 Sträuße. Kann ich die haben? Ja, ich weiß nicht. Der ambulante Handel hier in der Halle ist untersagt. Och, ich hab heute Geburtstag, was für ein Zufall. Schenken Sie mir die 2. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und hier sind Ihre 5 Mark zurück, die Sie mir neulich geliehen haben. Erinnern Sie sich? Danke. Dankeschön. Immer dieser verrückte Flötenspieler. Na, hat es sich gelohnt? Oh, mein Mann wird sich freuen. Wissen Sie, die Natur ist nämlich sein Leben. Chefin, die Abgeordnete hat eine Eingabe. Es geht um den Käse. Ihr habt einen eingerichteten Käsestand. Seit Tagen lese ich nur das hier. Tja, was soll ich machen? Eine Kollegin ist krank, die eine hat ein Baby, ja. Ich brauche eine Fachkraft. Na und, hast du dich bemüht, eine Kollegin angelernt? Kollegin Direktor, hm? Ein großer Käse. Habt ihr mal, ich meine, haben Sie zufällig mal einen großen Käse da? Was? Aber ich habe das also, oh, über 3 Jahre habe ich das nicht gemacht. Portionieren, ja? Portionieren. 350 Gramm. Also los.
Abwägen. Ja. 340. Nicht schlecht? Was heißt nicht schlecht? Großartig. Da kann ja über unserem Käsestand die Sonne wieder scheinen. Ich? Ja. Nein. Das, ich kann doch nicht einfach... Das ist wirklich unmöglich. Wehen Mann, wa? Keine Bange. Das kriegen wir in Griff. Ich könnte vielleicht, also höchstens, wenn ich... Nein. Nein? Nein. Über die Arbeitszeit könnten wir uns doch einigen. Frau Tatarusch, Kollege. Kollegin. Sahnechmilch. Höchstens aushilfsweise. Und nur vorübergehend. Und nur, wenn mein Mann arbeitet, ja. Und außerdem durfte mein Mann nie was davon erfahren. Nie! Hier und in den Nebenstraßen setzen wir auch ein paar Lückenbauten hin. Mit vorgefertigten Teilen. Gibt natürlich auch einiges für Mauern. Traditionell eine ungewohnte Sache für eine Montagebrigade. Ja, montieren können sie. Aber mit Schnur und Lot umgehen? Ein Rundbogen? Wiegand! Moment! Wo soll ich denn hin? Da oder dahin? Um jeden Scheiß muss man sich kümmern. Natürlich, du hast recht. Am besten wäre es, wenn bei solch einer kniffligen Sache einer zentral den Hut auf hätte. Du, hör mal. Ein Bauleiter, bei dem sich Erfahrungen in der Modernisierung mit Kenntnissen in der Montagetechnik verbinden. Stimmt schon, stimmt schon. Alois. Ich hab doch gleich gewusst, dass du annimmst, Kalle. Ich? Ja. Ich hab kein Wort gesagt. Wozu? Wir verstehen uns auch so. Du misch dich da in was ein, was dich nicht angeht. Kümmer dich um dein Bier. Na? Oder bin ich euch nicht mehr gut genug? Du bist doch noch nie vor einer schwierigen Aufgabe zurückgeschreckt. Und du bist nicht nur als stellvertretender Bürgermeister. Ein ganz ausgekochter Hund, Alois. Machst du schon richtig, Kalle. Nie auf der Stelle zustimmen. Immer erst ein bisschen später. Die werden sich dann bei dir melden. Verdammte Schlamperei! Was findet ihr denn da? Wir sind doch alle hier unten. Das ist wegen der besseren Übersicht. Meinst du? Herein. Der Wirten ist der Kähne. Hm? Ein netter Hering. Nur durchgezogen. Matti hat auch schon was hingestellt. Und Lauri und Kleen auch. Und du? Ich hab keinen Appetit. Die Sache mit dem Keller ist dir auf den Magen geschlagen, hä? Hm? Hänschen Josch nicht noch hast sprechen können. Naja, er hatte damals auch ganz andere Sorgen. Deswegen können wir doch einen Happen essen, oder? Hm. Ist das auch mit kalorienreduziertem Essigwasser? Nee. Mit Äpfel und Zwiebeln und den saure Sahne. Sag mal, wo hast denn die aufgetrieben? Die kannst du ja glatt im Interhotel als Edelgemüse verkaufen. Erbsen, extra fein. Na komm, isst du auch was? Nee, ich vertrane in letzter Zeit nicht mehr. Hä? Hast du schon meinen Doktor? Was ist denn das schon für eine Krankheit? Da trägst du keinen marinierten Hering. Weißt du noch? Das war damals, da hast du ja deinen Kramrot geheiratet. Hm. Nun ja. Ja. Und du deine Paula. Das war aber erst ein Jahr drauf. Mhm.
Weißt du, das haben sie doch damals stundenlang im Hof gespielt, hm? Wa? Zu der Zeit. Denkst du denn, das dick darum wehne, wenn du mir nicht lieben tust, dann liebe ich mir alleine. Du, das neulich morgens. Ich hab da viel drüber nachgedacht, Botte. Naja, aber das, was nur noch so kommt, wa? Dann bei der Röhring, du. Da haben sie doch die Leute im Haus ihr was zum Geburtstag geschenkt, wa? Und die können sich ja nicht mehr freuen. Mhm. Ach, na, das ist schlimm, Botte. Immer nur reden von Krankheit und Friedhof und gestern. Nee. Frühstück versaust da ein mit Servietten und Muckefuck. Mit Armbrot als Klageweib. Stell dich doch nicht so dusselig an, Botte. Weißt du ganz genau, was ich meine? Ich hab eben Angst. Ich wär auch so trottelig, dass ich allen auf den Wecker falle und sie nachher nicht mehr merke. Ich will nie überflüssig werden. Verstehst du? Immer so rumsitzen und warten. Nee, Butter, nee, das nicht. Unser Eins, der braucht eben eine Aufgabe. Der muss auch irgendwie mit Anstand, muss er doch vor sich hin, alt werden. Mit Würde. Bin doch auch noch da, Mariechen. Bin doch auch noch da. Zock die, hör auf, zuerst sollte der Fußboden raus. Sag mal, hörst du nicht? Ist doch schon in Arbeit. Hör doch mal zu. Sag mal, das heißt doch nicht etwa... Tritsch und Holschmidt schlagen gerade die Decke auf. Der Füllstoff fällt dann nach unten, ein paar gezielte Hammerschläge von oben und die ganze Scheiße saust von selber ab. Das spart uns doch eine Menge Zeit. Das ist doch gegen jeden Arbeitsschutz. Das machen wir schon seit Jahren so. Das spart wirklich viel Zeit. Und die können wir jetzt verdammt gut gebrauchen, oder? Aufhören da unten, sofort aufhören! Lebenswetter. Jahrelang ist nichts passiert. Also möchte ich ausgerechnet heute ein. Wer hat uns denn überhaupt den Termin eingebracht? Aushilfsbesen kehren gut, wa? Ist doch komisch. Immer sind wir gut miteinander ausgekommen. Gib's zu, Matti. Auch wenn er manchmal ein bisschen spinst. Weil nur heute vor Mittag, wo du denkst, du hättest hier was zu sagen, da liegst du nicht quer. Ist doch sehr komisch. Ja? Also gut, wenn ihr das immer so gemacht habt, dann, ich hab nichts dagegen. Aber seid vorsichtig! Und vergiss nicht, die Bohnen anzuhäufen, hm? Mach dir einen schönen Tag. Also, tschüss Mäuschen, Küsschen. Na, junger Mann, was willst du denn sehen? Tja, ich weiß nicht so recht. Der da? Das ist ein Gouda. Ganz sahnig und mild. Aha. Warten Sie mal.
Bitte. Danke. Hm? Zehner dran? Ja, bitteschön. Na bitte. Genau 200 Gramm. Macht 1,80. Bitte sehr. Ja, auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Wie bitte? Ach so, ja. Schönen Tag noch. Das ist nur alte Schule, wa? Ach was, ich stell mir einfach immer vor, dass ich der Kunde wäre. So was nennt man Bewusstseinsspaltung. Was? Das haben Sie neulich im Fernsehen gesagt. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie flau mir im Magen ist. Dauernd muss ich zum Eingang gucken. Vollendete Tatsache. Männer machen, was man ihnen sagt. Oder sie machen es nicht und verschwinden. Auf einmal kam ein dicker Brocken runter. Die Zwischenwand hat sich ausgehalten. Ach ja, je. Ist es. Ich kann euch hier Blut sehen. Bleib ist nur ein Kratzer, Karlchen. Ihr könntet mir ruhig sagen. Ihr wisst ja, dass ich kein Blut sehen kann. Jetzt mal gut sein, Karlchen. In 14 Tagen fährst du wieder Rad. So gesund wie du lebst, da haut dich da so ein lächerliches Stückchen Holz in die Umba. Eben, ist nur ein Kratzer. Meinst du? Ja. Und. Karlchen, Sie kommen gleich. Karlchen, wir heben dich jetzt ganz vorsichtig über den Schutt. Dann legen wir dich auf die Trage. Und in ein paar Minuten bist du im Krankenhaus, ja? Alles ist in Ordnung. Sie kommen! Ich kann sonst nicht dafür, Matti. Und tut mir leid. Hast du noch irgendwas? Nee, danke schön. Du, die sind alle furchtbar nett hier. Na, kick mal. Und der Oberarzt, stell dir vor, der hat mir ein Buch mit dir gebracht. Hier. Chirurgische Operationslehre. Interessant, sagt er. Aber was man da alles so rausliest. Nee. Matti, Gott sei Dank, man steckt nicht drin in sich. Karlchen, was du hast, reicht doch erstmal. Hm? Ja, da hast du auch wieder recht. Ich verstehe sowieso knapp die Hälfte. Ich riskiere vielleicht noch ein Flügelchen. Ich hab da nicht am Magen. Verteilst du die anderen an die Kumpels? Ja, sie wollen bloß noch ein paar Untersuchungen machen. Hoch am Kopf, haben sie gesagt. Vorsichtshalber. Was steckt denn hier drin in sich? Na, und dann lassen sie mal raus. Ich dachte schon, du bist sauer auf mich. Gab's großen Eier, Matti? Nicht der Rede wert. Junge, du verschwendest mich da. Aber ich nehme alles auf mich, weißt du? Ich hab alles genauestens aufgeschrieben. Du hast dich bemüht. Und falls es zu einer Verhandlung kommen sollte, ich stelle mich vor dich. Kannst du mal glauben. Ha, Schwester. Hab ich's doch geahnt. Der Geruch, den ganzen Korridor entlang. Was sind wir denn hier, meine Herren? Eine Bräulerkneipe? Ach, dazu führt doch das Bier, Schwester. Danke. Lebensmittel auf dem Fensterbrett aufzubewahren, ist nicht gestattet. Das waren doch Sie. Nee, das waren Bräuler. Sehr witzig. Die Besuchszeit ist zu Ende. 25. Ja. Da ist er! Hey. Ja, hallo! Vergleichlichkeiten, ja? Ich habe doch gesagt, die Besuchszeit ist zu Ende. So geht das nicht, meine Herren. Wunderbar. Bitte nicht nochmal, Herr Tritsch. Bester, Haferflocken, der löffelt früh immer seine Haferflocken. Und wenn er die hier nicht kriegt, man weiß ja nicht. Eben, Schwester, diese Platte, die hat er immer so gerne gehört. Das ist Ade nun zur Gute Nacht, gesungen vom Greifswalder Ärztechor. 1926. Ich hole jetzt den Stationsarzt. Da haben wir doch noch was. Du liebe Dame. Ach, ist das herrlich. Ade nun zur Gute Nacht. Matti! Matti! Matti, komm mal her. Ha?
Ja, also, du hattest recht, tut mir leid. Madi, wir wollten dir nur sagen, dass wir natürlich zu dir halten. Ja, Wiegand auch, das wirst du sehen. Sehen richtig höhnisch grinsen in seinem warmen, weichen Ostseesand. Dann siehst du ihn aber falsch. Das glaube ich nicht. Also, was ist los? Willst du uns einen Strick drehen? Die Konfliktkommission tagt nächste Woche. Vorher geht gar nichts mehr. Ach, nein? Was? Die Arbeitsschutzbelehrung findet regelmäßig statt. Aber natürlich. Unterschrieben hat jeder, ich weiß es. Aber das spricht ihn nicht frei. Für mich steht fest, dass in letzter Zeit ziemlich viel Selbstherrlichkeit bei euch eingezogen ist. Ihr stoßt Termine um, improvisiert, ändert eigenmächtig Pläne. Also komm, ich weiß Bescheid. Keine schwierige Situation, die Wiegands nicht schon mal gemeistert hätten. Richtig. Das beste Pferd im Stall schlachtet man nicht. Aber auch Paradepferde machen Mist. Wie jedes andere. Räum doch mal den scheiß Bauwagen da weg! Überhaupt, es geht hier nicht um dich. Es geht um den Kollegen Fruck. Also los, Matti! Also gut. Dann rede ich. Solange ich in deiner Brigade bin. Lass mal, Franz. Das geht wohl vor allem mich an. Von dir ist nicht die Rede. Eben. Und das stört mich. Was soll denn das Theater mit Matti, hä? Er war der Einzige, der sich geweigert hat, mitzumachen. Die anderen haben einfach nicht auf ihn gehört. Ja, was denn nur? Er hätte sich durchsetzen müssen. Das ist doch nicht ehrlich, Kollege. In diese Brigade hat jeder das eingebracht, was er konnte. Wir haben uns zusammen gerauft, wir haben uns zusammen gebissen. Und wenn hier irgendjemand was gesagt werden soll, dann sagt das doch allen! Und wenn ihr uns nicht wollt, dann können wir ja gehen. Suchen uns einen anderen Betrieb. So einfach ist das. Weißt du, das ist eine hundsgemeine Erpressung. Wir sind uns also einig. Kommt, Männer. Aber um die Konfliktkommission kommen wir nicht herum. Lass dir was einfallen. Warum hast du denn um Gottes Willen nichts gesagt, Menschenskind? Erzähl dir ein andermal, Franz. Na, daneben nicht. Ich muss zur S-Bahn. Na, wie habe ich das wieder hingebogen? Strauch hat recht. Ich hätte mich durchsetzen müssen. Ich Idiot, ich hau ab. Du hättest nicht alles ablocken dürfen. Ob du oder jeder andere. Hier geht's um meine Brigade. Man kommt zwischen den Schultern und vor wie ein Rambock. Auf alles, was die Kritik aussieht. Du wirst auch noch dahinter kommen. Willst du auf die Dauer Erfolg haben, musst du deine Maßnahmen treffen, musst dich behaupten. Erfolg, ja. Aber doch nicht nur mit behaupten, mit durchsetzen, Maßnahmen, um anderen nicht kümmern. So kann man nie leben. Hör mal zu, du Traumtänzer. Erstens ist diese Welt keine Wiese mit rosaroten Blümchen. Zweitens, wer hat denn der Brigade die ganzen Termine versaut? Mit seiner Laschheit einen Unfall verursacht und sich dann hinter meinem Rücken versteckt, ohne auch nur Piep zu sagen. Du, ich fühle mich beschissen genug. Aber ich habe keine Lust mehr, deine Tour mitzumachen. Ach, du hast einen moralischen Kater. Maßnahme, ausschlafen. Bis morgen. Wiegand, du machst dir was vor. Du machst allen was vor. Daschka, 200 Gramm. Ja. Ich hab die Kasse des gegenseitigen Vertrauens ein bisschen angefeuchtet. Da kommen schon eine ganze Menge Leute von draußen rein. Komm mal her. Ich freue mich ja so, wenn sie ja mit ihrem Messer am Käsestand steht. Ich auch. Das darf doch nicht wahr sein.
hervordurst. So, wie du es gern hast. Reine Natur. Und sehr viel Kräuterbutter. Was ist denn? Hast du keinen Appetit? Doch, doch. Sonst alles in Ordnung? Die Arten hier draußen? Die Tomaten? Alles. Alles in Ordnung. Dass du so lügen kannst. Bernd. Du warst überhaupt gar nicht im Garten. Kiesstück von Gießen und so, alles knochentrocken. 3 Tage Ferntransport und schon Chaos. Arme, kleine, durstige Pflanzen. Jetzt geht das schon wieder los. Hättest mal bei der Hitze lieber auf die Tomaten geflennt. Hör endlich auf, Mensch. Nur hör endlich auf, Mensch. Und was gab's noch jetzt so Wichtiges? Ich war... Ja? Ich hab mich nicht gefühlt. Ach so. Ich bin auf nicht da, wa? Da kann man auf Ideen... Ich meine... Da könnte mancher auf Ideen kommen, wa? Was denn für Ideen, Bernd? Mensch, Nun stell dir nicht so an, du weißt ganz genau, was ich meine. Weißt du, was du die ganze Zeit hier treibst und mit wem? Bernd. Nee, Mäuschen. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nee. Ich glaube doch kein Unkraut. Ah, nichts, ich hab ihn selbst gesehen. Im Haus hier wohnen jetzt noch nur ehrliche Leute. Schon gut, schon gut. Ich wusste ja nicht, dass du hier eine Aktie dran hast. Na, Abend. Ich hab eben dir für dein Geschäft gesorgt. Du machst auch aus jedem die Rasshalm Geld. Warum verkaufst du nicht auch noch Fuhrenmiere? Für die Wellensittiche. Weil nämlich in meinen Garten kein Unkraut nicht existiert. Verstehst du? Deswegen. Ich wollte dich mal was fragen, ich brauche einen Rat. Kommst du ausgerechnet zu mir? Du und ich, wir sind nicht gerade ein verliebtes Paar. Du wirst mir, denke ich, keine Honig um die Backe schmieren. Hau dich hin. Die haben mir angeboten, so eine Art Koordinator zu machen für Lückenbau und Modernisierung. Mhm. Ehe ich da anbeiße, möchte ich gern eins wissen. Könnte es sein, dass ich hier nicht mehr gefragt bin, weil mein Stiebel sich abgelatscht hat? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Aber Erfolge haben wir gehabt, musst du zugeben. Botte würde sagen, auf dem neuen Boulevard latscht man nicht mit alten Maurerpantoffeln. Tja. Ist so eine Sache mit dem Erfolg. Alle Welt gewöhnt sich dran. Hier. Und jedes Mal musst du natürlich ein bisschen mehr Erfolg vorzeigen. Aber dann, eines Tages, will der Erfolg weiterziehen. Auf die Nachbarbaustelle, zu einer anderen Truppe. Tja, da meint man, dass man was für sich tun muss. Renommee ein bisschen aufpolieren, hier und da eine kleine Rede halten, Selbstverpflichtung abgeben, dafür sorgen, dass man mit Bildchen in die Zeitung kommt. Solange du Erfolg hast, bist du jemand. Aber du bist da wer? Ah. Du weißt selber, ich habe mich in letzter Zeit viel mehr um sowas gekümmert, als um das Eigentliche. Sonst wäre das mit Karlchen nicht passiert.
Willst du also in den Sack hauen und sitzen lassen? Weißt du, Martin, ich brauche noch mal eine, wie soll ich sagen, eine einfach... Herausforderung. Eine Herausforderung. Mhm. Im neuen Boulevard, auf dem ich mit ganz neuen Stiefeln laufen kann. Mhm. Verstehst du? Mhm. Aber ich soll Nein sagen. Nein? Nein? Nein. Ach, nicht nein. Ja. Du weißt, was das für dich bedeutet. Ja. Hey, Viola. Ah, piep an. Wisst ihr, was das ist? Na bitte. Da hast du ja wieder ein schönes Stück für deine Sammlung. Was du immer alles so anschreibst, dein Kultur. Das ist doch... Ah, gut, deine Gastherme. Du, ich hab was für dich. Eine Zwischenwand, eine kleine Mauer für die Terrasse, Naturstein. Ich dachte so an... Ach, leck mal am Arsch. Denke mir so. Leck mal deine Speisezettel. Na mal so, hallo, Fräulein. Ist hier niemand? Hier, Sascha, Motto. Wie viel Gramm verdienen ist denn? Nur das Stücke, Paula. Na, da sind wir ja. Fräulein, wir... Was machst du? Was machst denn du hier? Ich verkaufe Käse. Was darf's denn sein? Das darf doch nicht sein. Ich glaube, ich spinne. Meine eigene Frau hinter jedem. Ohne mir ein Sterbenswörtchen zu sagen, verkauft die klammheimlich Käse. Mensch, Käse! Halt dich da raus, ja, das geht überhaupt nicht an. Und der Garten? Der Garten vergammelt, was? Der wird zur Steppe, zur Wüste. Alles wegen Käse! Na, Dr. Musch, wenn es was zu klären gibt, bitte bei mir in der Kanzel. Mit Ihnen habe ich da überhaupt nichts zu besprechen. Überhaupt nicht. Höchstens mit der da. Bernd, bitte. Komm du heute nach Hause, sag ich dir. Das kannst du mit mir nicht machen. Mit mir nicht! Kick mal hier. Hab ich gefunden. Wo? Wo? Na, in dem Keller da unten. Das lag plötzlich da. Na, und ein paar Klamotten. Das ist ein Tagebuch. Letzter Eintrag ist vom 6. März 1944. Das gleiche Datum wie an der Wand? Hm. Mensch, das ist wie ein Albtraum. Die Sonne scheint. Alles ist ganz normal, ganz friedlich. Und plötzlich. Zeig mal her. Eben beginnt wieder ein Angriff. Ganz deutliche Explosionen. Hinter der S-Bahn. Hoffentlich nicht zu Hause. Hab seit Tagen von V nichts gesehen. Nicht mal Schritte gehört da oben. Ich weiß nicht, was passiert ist. War eben oben. Das Haus gegenüber brennt. Keine Nachricht. Ich habe noch einen Kanten Brot gefunden. Ziemlich alt, schmeckt aber noch. Sonst nichts mehr. Ich muss weg. Wenn ich noch eine kleine Chance habe, dann jetzt. Untertauchen im Chaos. Aber wohin? Der Mensch ist nichts ohne Hoffnung. Wenn ich es schaffe, werde ich eines Tages dieses Heft abholen. Keine bei der Ernte, keine Knechte, keine Mägde. Ha. Was wird denn nun? Wissen Sie, wo sie ist? Wesig. Ja. Die ist gut aufgehoben. Ach nee, was muss die arme Frau bei Ihnen schon durchgemacht haben? Was denn bei mir? Nicht einmal habe ich die Hand gegen sie erhoben. Wir haben eine gute Ehe geführt, wirklich. Als sie krank war vor 10 Jahren, da habe ich sie gepflegt. Jeden Wunsch habe ich ihr von den Augen abgelesen. Aha. Bloß, dass sie kein Vertrauen zu mir hat, das verwinde ich nicht. Hinter meinem Rücken zum Gespött der Allgemeinheit laufe ich hier rum. Kommen gleich die Tränen. Jedenfalls hat sie es bei mir gut gehabt. Bei mir, ich, sie aller Egoist. Eingesperrt haben sie mit Staubtuch und Rührlöffel. Folter nenn ich sowas. So Mittelalter, na wieso denn? Das ist doch sowieso jeder. Nee, Dr. Busch, sie achten ihre Frau nicht. Hat sie Ihnen nicht auch noch im Haushaltsbuch vorlegen müssen, ne?
und hier, sie leisten sich ein Hobby, andere müssen für schuften. Sklaverei in einem Bett! Aber die Zeiten der Pascha sind vorbei. Madonna Bosch, jetzt können Sie kommen. Und wehe, ich höre ein einziges böses Wort. Du haust ab, wenn der Haufen dampft. Na prima. Am 15. die 27. Hier. Ich denke, Erfolg will geplant sein. Wir haben doch immer einen Puffer im Plan. Ein bisschen Luft sozusagen. Beschisse auf Deutsch gesagt. Ist doch kein Kunststück, damit vorfristig fertig zu sein. Eure Abschiedsreden gefallen mir nicht. Das Gewissen schläft am besten, wenn's was einbringt. Und was ist mit unserer Prämie? Wenn wir den Termin nicht schaffen? Naja. Rangeklotzt haben wir ja ganz schön. Aber verdammt, nichts als Probleme. Keilchen krank, Verzug. Na und all das andere. Aber wir müssten trotzdem ganz schön dicht dran sein, oder? Seht ihr, und deshalb habe ich nochmal nachgedacht. Sagen wir, nachgerechnet. Und stellt euch vor, tja. Es waren zufällig gerade noch 2 Tage drin. Glotzt nicht so. Ihr seht doch, dass es ganz gut ist, wenn man euch nicht alles sagt. Nur macht was aus der Zeit, die bleibt. Das ist mein Abschiedsgeschenk an euch. Bravo. Der Kerl ist nicht zu retten. Beschiss bleibt Beschiss. Treibt's ja nicht so weiter. Das konnte nur Wiegand. Und er muss nun wohl auch damit aufhören. Also, Matti. Ja! Was ist denn los? Wir kriegen neuen Brigadier. Was? Wer ist denn das? Weil das ist ja wieder mal typisch, mir sagt der keiner was. Doch ein bisschen was zum Abendbrot. Ich hab keinen Appetit. Mischt. Aber es ist doch Gemüseeintopf. Quer durch den Garten. Weil du gerade Garten saßt. Ich hab morgen Spätschicht. Du könntest da nicht mal vielleicht in den Garten gehen und diese? Nee, du, ich hab ja auch spät. Ah. Aber das ja wohl nicht. Ein Käse. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ist alles ein bisschen neu und ungewohnt, nicht? Na, lass mal. Wir werden das schon schaffen. Stimmt's? Ja. So, Kollege, komm auf. Hey, Gulli! Karlchen! Unser Karlchen! Hallo, ihr Schweinebacken! Berlin, man hört's, riecht's, sieht's. Mit Hochhaus, Neubau, Hinterhof liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und an Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedsul, Dillitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden.